zeige euch heute Tangermünde und den dazugehörigen Wohnmobilstellplatz. Ich bin in Havelberg, zeige euch meinen Übernachtungsplatz dort und weitere Wohnmobilstellplätze. Und ich bin in Perleberg und zeige euch auch dort einen Wohnmobilstellplatz. Ich verlasse Magdeburg. Im Navi habe ich Autobahnen abgewählt und fahre über Land nach Tangermünde. Immer wieder interessante Eindrücke mache ich gerne so. Da ich in Tangermünde nur einen Zwischenstopp machen möchte, habe ich mir einen Parkplatz am Elbufer ausgesucht. Dafür biege ich jetzt hier rechts ab. Das sind die letzten Meter vor dem Parkplatz, aber klar, wo ich hinkomme, ist gesperrt. So auch dieser Parkplatz, wo ich hin wollte. Angekommen in Tangermünde. Komm gerade richtig, fährt gerade ein Schiff weg. Ja, dann gute Fahrt. Wir jedoch, wir schauen uns Tangermünde an. Das liegt, wie ihr seht, an der Elbe. Ja, Problem ist, der Parkplatz, wo ich hin wollte, der ist gesperrt. Da ist ein Volksfest. Da stehe ich hier. Mal schauen, ob das funktioniert. Denn der Platz ist nicht schlecht hier, wo ich stehe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier erlaubt ist. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich gehe jetzt erstmal frühstücken und dann geht es los. Schauen wir uns Tangermünde an. Ich habe mich vorsichtshalber nochmal umgeschaut hier und dieses Schild links, was uns im Rücken zukehrt, ist ein Durchfahrtsschild für alle Kfz. Vorsichtshalber parke ich um, ist mir zu riskant. Ich fahre in Richtung des offiziellen Wohnmobilstellplatzes, der am anderen Ortsende liegt. Das Navi schickt mich mitten durch die Stadt und ich bekomme einen ersten Eindruck. Ich habe einen Parkplatz gefunden dort links und ich gehe hier direkt in die Stadt. Ich kann euch versprechen, eine schöne und interessante Stadt. Kommt mit! Tangermünde liegt im nördlichen Sachsen-Anhalt und ist eine Kaiser- und Hansestadt. Das historische Rathaus wurde ab 1430 erbaut. Vor dem Rathaus steht ein Denkmal von Grete Minde. Die soll die Stadt 1617 angezündet haben und starb dafür auf dem Scheiterhaufen. Das Rathaus gilt als Paradestück deutscher Baukunst der Backsteingotik. Nicht langweilig ist der Weg zur Stephanskirche. Sie hat den höchsten der 12 Türme der Stadt. Ich gehe weiter an Geschäften mit interessanten Auslagen vorbei, denn ich möchte zur Burg. Hier am Eulenturm bin ich vorhin schon vorbeigefahren. Ich bin an der Burg angekommen, sehe den Gefängnisturm. Die Burg wurde im 14. Jahrhundert gebaut. Und von hier oben hat man einen schönen Ausblick auf das Elbtal.
Ich verlasse die Burg wieder und gehe hinunter in das Elbtal. Und dort sehe ich den Grund, warum der Parkplatz gesperrt ist. Die Kirmes interessiert mich aber weniger. Ich gehe wieder hinauf in die Altstadt und nach wenigen Schritten stehe ich wieder vor dem Rathaus. Hier hinunter geht es nun zum Stellplatz von Zangermünde. Den möchte ich mir natürlich anschauen. Der Stellplatz liegt an der Elbe in der Nähe der Zangermündung. Hier seht ihr die Fähr- und Entsorgung, die liegt vor dem Platz und kann auch so genutzt werden. Wie ihr seht, der Platz ist recht gut belegt, es gibt Strom und noch genügend freie Plätze im Moment. Der Platz kostet 12 Euro am Tag und es gibt 40 Stellplätze. Direkt nebenan liegt diese interessante Ferienhaussiedlung. Das ist der Zanger, ja so heißt es wirklich, auf seinen letzten Metern auf dem Weg zur Elbe. Soweit zu meinem Besuch in Zangermünde, ein Ort, der mir sehr gut gefallen hat. Ich war überrascht. Das nächste Ziel ist Havelberg. Dafür muss ich hier die Elbe überqueren. In Havelberg angekommen, biege ich vor dieser Brücke links ab, um zu dem Parkplatz zu gelangen, den ich mir im Park von Neid ausgesucht habe. Ich bin gerade in Havelberg angekommen, aber der Regen auch. Deshalb habe ich noch ein wenig Zeit und verschiebe meine Ortsrunde. Aber ich zeige euch schon mal meine neuen Socken. Wie gefallen die euch? Diesen Parkplatz habe ich mir ausgesucht in Havelberg. Platz genug und übernachten nicht verboten. Es muss nicht immer ein Stellplatz sein. Mir reicht auch ein Parkplatz. Wenn er so schön abgelegen ist wie hier, dann sowieso. Ja, dann gehen wir mal in den Ort. Der Regen ist vorbei, hoffe ich. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber raus, losgehen, ihr seid dabei. Groß genug ist ja hier der Platz, aber in diesem Bereich dort darf man nicht parken. Aber einen schönen Blick auf die Stadtinsel Havelberg hat man von hier. Ich gehe weiter über den Parkplatz und stehe am Haus der Flüsse, ein kleines naturwissenschaftliches Museum. Auch hier gibt es einen Aussichtspunkt mit Blick auf das historische Havelberg. Und auf die idyllische Havel. Hier an der Pegeluhr beginne ich nun meinen Rundgang durch Havelberg. Dann sehe ich dort oben den Dom, da gehe ich zunächst mal rauf. Ursprünglich romanischer, gotisch umgebauter Dom steht in Wikipedia, dann wird es wohl stimmen. Nach diesem Blick über die Stadtinsel gehe ich nun genau zu dieser wieder herunter. In Wikipedia finde ich aber nichts zu diesen Herrschaften. Das ist ein Zar und das ein preußischer König. Laut der Tafel dort hinten wurde die Übergabe des Bernsteinzimmers an den Zaren hier vereinbart. Wird es deshalb verschwiegen? Hier kommen wir nun zur Campinginsel und die schauen wir uns mal an.
Nach längerer Suche finde ich auch die Seejungfrau. Die soll, laut Sage, der Zar dem Mausbesitzer geschenkt haben. Fast gegenüber finde ich diesen Stellplatz für 8 Wohnmobile. Der Platz kostet 12 Euro am Tag. Strom ist vorhanden, Fähr- und Entsorgung am nächsten Campingplatz möglich. Einmal um die Ecke finde ich einen weiteren Stellplatz für 20 Wohnmobile ausgewiesen, kostet ebenfalls 12 Euro. Stromsäulen seht ihr dort, Fähr- und Entsorgung und Anmeldung auf dem nächsten Campingplatz wieder. Und das ist ja nun der Campingplatz. Für 27 Euro, 2 Personen, könnt ihr auch hier stehen. Ich gehe über diese Fußgängerbrücke wieder in die Altstadt und sehe dort meinen kostenlosen Parkplatz. Und von der Altstadt zeige ich euch noch ein paar Eindrücke, die ich gewonnen habe. Hört ihr das? Nur Vögel hier, ansonsten Ruhe. Es ist 21.30 Uhr am Abend. Ich bin gerade noch mal rausgegangen aus dem Wohnmobil, weil ich das dort gesehen habe. Das ist so eine Stimmung hier. Ich stehe ja immer noch ganz alleine hier, aber schaut mal da hinten, eine kleine Rudelbildung. Ich liebe ja diese leeren Plätze. Was meint ihr dazu? Ich mag es so am liebsten. Steht ihr auch gerne so frei? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, das wird mich mal interessieren. Guten Morgen. Pfingstmontag haben wir, Tag der Heimreise, leider. Die habe ich jedenfalls sehr gut gestanden. Es war ja überhaupt nichts zu hören diese Nacht. Neben diesem Parkplatz gibt es ja noch die 2 Stellplätze und den Campingplatz im Ort. Ja, so bin ich aber doch zufrieden. Nun gut, es geht weiter. Ich mache noch einen Stopp in Perleberg und dann geht es nach Hause. Ihr seid dabei. Wie schon von Tangermünde nach Havelberg, sind es nun auch von Havelberg nach Perleberg runde 50 Kilometer. Es sind interessante Eindrücke während der Fahrt, wie ich finde. Einen Ort schaue ich mir nun genauer an. Ich bin in Lennewitz, wo sich der Storch dort oben noch etwas versteckt. Aber ich schaue mich hier mal um und gewinne meine Eindrücke. Nun zeigt sich auch der Storch. Aber für mich geht es in diese Richtung gleich weiter. Vorher schaue ich mir aber noch die Friedenseichen an, die seit 1870-71 schon ganz schön gewachsen sind. Ich bin auf dem Weg nach Perleberg, der dritten und letzten Station dieser Tour. Es ist eine spontane Entscheidung gewesen, die ich am Vorabend erst getroffen habe. Ich bin angekommen in Perleberg und stehe hier auf einem Parkplatz, wo es ausgewiesene Wohnmobilstellplätze gibt. Es ist etwas eng hier. Ich weiß auch nicht, wie die Parkordnung ist. Vielleicht soll man hier auch längs einparken. Hier gilt es jedenfalls gut Obacht zu geben. Aber es hat so gerade gepasst. Auch wenn ich vorne etwas überstehe, das sollte wohl gut gehen. Perleberg ist ein Ort, von dem ich bis gestern noch nie was gehört habe.
Dann bin ich zufällig beim Kartenstudium drauf gestoßen. Und das hörte sich alles ganz interessant an. Grund genug für mich, hier mal hinzufahren. Letzte Station vor der Heimfahrt. Und ihr seid dabei. Bleibt noch nachzutragen, der Platz ist kostenlos und hat keine Fährentsorgung und keinen Strom. Hier stehe ich vor der Jakobikirche und dem Rathaus. Ich gehe hier durch die Gassen rund um den großen Markt. Dort steht auch das alte Bürgerhaus. Schaut euch diese Figuren an. Ich bin immer noch am großen Markt und kann hier gut um die Kirche und das Rathaus drumherum gehen. Gut zu erkennen die Altstadtinsel durch die Umarmung der Stepenitz. Perleberg ist auch eine Rolandstadt. Und hier seht ihr ihn, den Roland. Ist das hier ein Entenbrunnen oder doch eher ein Schweinebrunnen? Hier bin ich nun außerhalb der Altstadt an der Stepenitz. Ihr wisst, zwei Flussarme. Wenn ihr mehr wissen wollt über Perleberg, dann geht doch in dieses Museum. Fehlen nur die Paddel. Muss ich hier. Das war die Ortsrunde im Perleberg. Wie hat es euch gefallen hier? Also ich muss sagen, ich bin überrascht. Hat meine Erwartungen übertroffen. Es sind nur wenige Schritte von der Altstadt zum Wohnmobilstellplatz, wo ich inzwischen angekommen bin. Inzwischen weiß ich, dass diese Parkfläche für zwei Wohnmobile ausgewiesen ist. Also das Gespann dort hinten, was zwar kein Wohnmobil ist, aber so sollte hier mit zwei Wohnmobilen geparkt werden. Habe ich ein bisschen falsch gemacht. Nun geht es wieder heim. Ein paar hundert Kilometer habe ich vor mir. Ich zeige euch noch ein paar Bilder von der Heimfahrt. An dieser Stelle bedanke ich mich für das Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute. Tschüss.